während des Games. Stimmt das nicht? Fantastisch. Du kannst es dir leicht machen, oder? Halt! Ich will nicht in den Knast! Bitte lass mich gehen! Ich bewege mich während des Games. Leck mich. Pass auf deinen Scheiß auf. Ich bin hier beim Tor an Anschlagsort und suche nach dem Truck vom Finsbury-Anschlag und führe anscheinend Selbstgespräche. Ja, wir wissen aber noch nicht, warum Sie ihn hierher gebracht haben. Ich glaube, ich sehe mich mal um. Das ist der Truck, der beim Finsbury-Anschlag verwendet wurde. Ich habe ein Match für die Fahrzeugnummer und Nummernschild. Die Dashcam ist Schrott, aber die Kameras vor Ort haben Ton aufgezeichnet. Sollten wir uns anhören. Gar nicht gut. Oh, Scheiße. Der ist ziemlich verbrannt. Passiert bei einer Explosion. Fuck. Hab ihn immer bei der F&E gesehen. Kanntest du ihn? Gott, nein. Aber selbst wenn, würde ich nicht darüber sprechen. Du verstehst? Ich erfasse mehrere Optics ohne verbundene Vitalzeichen in der Nähe. Dort sollten wir nach der Leiche des Fahrers suchen. Bin dran. Das ist nicht der Attentäter. Das ist ja schon eine Mumie. Niemals wäre der schon so verwest. Ja, dem Verwesungszustand nach würde ich sagen, diese Person ist tot seit... Oh, etwa dem Zeitpunkt des Toranschlags. Damit wäre schon mal ein Rätsel gelöst. Könnte es sein. Völlig verbrannt? Check. Frische Leiche? Check. Und ein Stück kaputtes Metall in der Birne, das vielleicht mal eine Optik war. Ja, aber für dich kein Hindernis, was?
Ich lade jetzt alles aus seinem Cloud-Speicher herunter und empfehle, da zu verschwinden. Albion lädt hier also alle Leichen ab, die sie nicht mehr brauchen. Wenn man bedenkt, dass ständig neue Leichen aus den Toan-Trümmern geborgen werden, sie bringen um, wen sie wollen und kommen damit durch. Ich habe eine Audiodatei von der Leiche des Angreifers entschlüsselt. Soll ich sie abspielen? Bex, du bist dran. Los jetzt! Sie sind oben, Mom. Sie warten dort oben und niemand weiß es. Die Leute denken, er würde sie beschützen, aber das ist ihm egal. Er will Kontrolle. Er hat sie hochgeschickt, um uns zu beobachten. Und mehr. Er nennt es Gerechtigkeit. Themis. Drohnen. Ein schlechter Scherz. Das Projekt war tot, aber er ließ das Team ein Upgrade erstellen, das einen Systemneustart bewirkt und... Du hast es immer gehasst, wenn ich so gesprochen habe. Ich lasse das nicht zu. Und ohne ihn geschieht es nicht. Mom... Ich werde etwas tun. Etwas Schreckliches. Zumindest werden die Leute das denken. Wenn sie wüssten, was ich weiß, würden sie besser von mir denken. Ich bin kein Monster, aber ich muss ein Monster aufhalten. Mom, wirklich. Hättest du die Chance, etwas Schreckliches zu verhindern, indem du jemanden tötest, würdest du es tun? Etwas Fürchterliches? Es tut mir. Ich liebe dich. Okay, eine Sekunde, verdammt. Wir hatten die ganze Zeit über Themis-Drohnen im All, mit Pluto und so? Und sie warten nur auf ein Upgrade, um sich in Weltraumattentäter zu verwandeln? Dauert vielleicht Monate, aber Cass könnte das Projekt wieder zum Laufen kriegen, wenn wir die Drohnen nicht zerstören. Baxi Boy. Die Themis-Daten, die wir bei Tidus gelöscht haben. Weißt du vielleicht noch genug davon, um ein vernünftigeres Upgrade zu entwickeln? Sogar noch besser. Ich kann aus den Daten an sich einen Virus programmieren. Bagley, nur mal so nebenbei. Falls du jemals zu den Bösen wechseln solltest, werde ich dir mit meinem Leben dienen, oh großer und fürchterlicher Robotergott. Zurück zum Thema. Warum hast du eine Kopie von diesem offenkundig bösen Plan behalten? Ich hatte ihn drum gebeten. Es ergibt keinen Sinn, Daten einfach zu löschen. Man weiß nie, wann man sie brauchen könnte oder was man so erfährt. Also, wie nutzen wir das, um die Drohnen zu infizieren? Albion hat einen wichtigen Kommunikationshub bei der Tower Bridge. Lad den Virus da hoch, dann kriegen alle Drohnen was ab. Rock'n'Roll!